weiter geht's mit Enslaved. Wir sind hier auf dem Weg zum Energiekern. Haben jetzt alle vier Verankerungen gesprengt und müssen das Ding jetzt klauen. Wir werden da jetzt auf den Weg stoßen, so wie ich das sehe. Und Testament ist schon gemacht, kann ich sagen. Pixie schwattelt dahin. Pixie, geh du zum Kontrollraum und warte da. Yeah. Monkey, bleib bei mir und verschaff mir etwas Zeit. Okay. Wenn ich das Diagnosesystem aufspüre und eine Hintertür in den Quantenschlüsselschaltkreis finde, könnte ich das Sicherheitssystem umgehen. Und weißt du was? Während du das machst, schlag ich mal eben eine Armee zurück. Okay? Hört sich gut an. Okay, hab's. Damit sich das Ding bewegt, muss ich jedes der vier Beine mit Energie versorgen. Klingt, als wären die Mechs unterwegs. Ja, und wo genau müssen wir jetzt hin? Ah. Ich lasse die Leitungen der Reihe nach runter. Die erste müsstest du jetzt sehen. Alarm. Ja, da sehen wir jetzt gar nichts. Trippy? Ich seh's. Position eingerastet. Oh, oh. Energie aktiv. Munition? Munition, Leute. Ist das wieder so ein Boxer-Hansi? Hilf mir, komm, Maki. Wo sind die zwei? Da sind sie. Ja. Okay. Oh, oh, das ist die unendliche Geschichte, Leute. Monkey! Die nächste ist aktiv! Ja, cool! Ja. Oh.
verschwindet nur mit dem Sch... Verdammt, das ist echt gut gesichert! Aber genug. Heim zum Mechaniker, Leute. Ich hab schon wieder den vollen Drehwurm. Ich arbeite zeitweise blind. Oh oh. Ich sag, man muss sich da ja irgendwo verstecken können, oder? Ne? Der hat ein Schild und Munition ist davor. Au, fuck. Au, Leute, das war ein Schuss in den Ofen. Jetzt habe ich mich so gut geschlagen. Wie läuft's denn? Wir haben das Thema herkonfrontiert.
ist aber Schluss. Fast geschafft. Ich schwitze zu Stein und Bein. Okay. Hier ist die letzte. Sobald die aktiv ist, ist der Leviathan voll funktionsfähig. Oh, oh. Wo ist Munition, Leute? Verschwind. Vielleicht, wenn ich's hierher umleite. Ja, ich hab da was. Leute, geh weiter, Mann. Was jetzt? Gleich habe ich's. Trippy, du weiter. Geschafft. Na, Leute. Ja, hoffentlich war es. Wow.
Ich wollte schon länger mit dir reden, aber wir scheinen nie Zeit zu haben. Als ich Vater tot vorfand. Wow, Leute, war das jetzt ein Liebesbeweis? Huh? Das kann ja nicht anders sein, als die zwei, dass die zwei zusammenkommen. Okidoki, Leute, das war's wieder mal für dieses Video. Ich bin diesmal nicht gestorben, weil mich einer umgebracht hat, sondern weil ich einfach zu langsam war. Aber was auch immer, das nächste Mal wird schon besser gehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Euer Toso. Ciao.